Keine Umleitung mehr. Freie Fahrt durchs Trecktal. Gemeinsam mit Staatssekretär für Infrastruktur und Digitales Sven Haller, den Bürgermeistern von Blankenburg, der Stadt Oberharz am Brocken, Heimburg sowie von Elbingerode durchschnitt Landrat Thomas Balzerowski das obligatorische Band. Ich denke, wir haben hier noch viele Themen, die wir insgesamt im Harz zu bewältigen haben. Ortsumfahrungen, Halberstadt, aber auch Schwanebeck und. Das heißt, wir werden nicht arbeitslos, aber, meine Damen und Herren, wer viel Arbeit ist auch froh, dass man mal ein Stück geschafft hat und dann entsprechend feiern können. Und ich glaube, das können wir hier. Und ich höre das schon, ich weiß nicht, wenn Sie mal ganz still sind, das Aufatmen der Bürger, dass endlich wieder freie Fahrt im Trecktal ist. Die Kreisstraße 1347, die 9 Kilometer lange Verbindungsstraße zwischen Heimburg und Elbingerode, das sogenannte Trecktal, ist wieder befahrbar. Und das bedeutet keine langen Umwege mehr und auch einen großen Zeitvorteil für alle Notfalleinsatzkräfte. Ja, das ist natürlich für uns heute ein bedeutender Tag. Weil nach einem Jahr Stillstand wird wirklich die Lebensader für den Oberharz wieder freigegeben. Nicht nur für die Pendler, die jeden Tag ins Land fahren, sondern auch die Urlauber, die in die touristischen Highlights wollen, ist das natürlich eine Abkürzung. Wenn man das erfahren hat im letzten Jahr, wenn man über Blankenburg oder Wernigerode an die Autobahn ran wollte, dann hat das doch einen gewissen Zeitaufwand bedeutet. Und der ist jetzt weg und da sind wir ganz stolz drauf. Vor allen Dingen, dass wir kurz in kürzester Strecke nach Elbingerode kommen und nicht mehr 5 Kilometer Umleitung fahren müssen. Und auch für den Besuch des Waldes hier, ich hoffe, dass der Parkplatz bleibt. Dann hat man auch einen wunderbaren Ansatz, dann hier die Pilze zu sammeln. Und natürlich ist es wirklich zur Autobahn hin eine ganz, ganz wichtige Verbindung. Wir sind froh, dass es aufgemacht wird. Natürlich haben wir auch schon festgestellt, dann wird es wieder lauter in Heimburg. Dann kommen nämlich viele LKWs, die hier die Querverbindung nutzen. Für die umfangreichen Hangsicherungs- und Straßenbauarbeiten wurden auch Landesmittel der Infrastrukturförderung eingesetzt. Die natur- und gewässerschonende Sanierung auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke, einschließlich Leitplanken, Geländer und Entwässerung, kostete fast 4 Millionen Euro. Der Landtag von Sachsen-Anhalt, die Koalition hat sich gemeinsam zur Aufgabe gemacht, die Straßeninfrastruktur im Land zu verbessern. Dazu gehören aber nicht nur die Landes- und die Bundesstraßen, sondern natürlich auch die Kommunalstraßen. Deshalb wird das Land gut 30 Millionen Euro den Landkreisen zur Verfügung gestellt, um in ihre Straßeninfrastruktur zu investieren. Und hier diese Straße im Trecktal ist, glaube ich, ein ganz tolles Beispiel, wie wichtig das ist, dass das Land gemeinsam mit den Kommunen in die Straßeninfrastruktur investiert, dass wir hier wieder eine tolle Verbindungsfunktion haben, einen kürzeren Weg hier im Harz, dass die Bürger aus Heimburg, aus Blankenburg schneller hochkommen in den Oberharz. Und das ist, glaube ich, ein toller Tag. Nach der Notsicherung der Straße nach dem Hochwasser von 2017 und einer provisorischen Ampelregelung an zwei besonders durch Geländeabbrüche betroffene Stellen wurde die Lebensader in den Oberharz dann ab Mitte Februar 2023 für die Bauarbeiten vollgesperrt. Bis sie jetzt, einen Monat vorfristig, wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden konnte. Im Jahr 2017 gab es hier ein großes Hochwasser. Der Teufelsbach hat dort gezeigt, dass er nicht nur ein kleiner Bach sein kann, sondern wirklich ein reißendes Gewässer. Hat hier in drei Teilbereichen die ganze Uferbüschung, die Straße mit weggerissen. Hat dann auch bis kurz vor Blankenburg noch die Teufelsbachbrücke weggerissen, die wir dann jetzt schon vor 2 Jahren freigegeben haben. Und hier sind jetzt 300 Meter neue Stützwände in der Erde vergraben, die man so nicht sieht, die aber verhindern werden, dass ein weiteres Hochwasser entsprechend Schaden anrichten kann. Es ist eine Bobfallwand, hat den Hintergrund, dass wir hier von der Straße aus entsprechend bis zu 9 Meter tiefe Löcher gebohrt haben, die jetzt mit Stahlbeton gefüllt sind. Damit haben wir keine Schäden in Natur und Gewässer verursacht. Also das konnte alles von der Straße aus gebohrt werden und deshalb war das ein schonendes Verfahren für die Natur. Nun hoffen alle, dass durch diese umfangreichen Sanierungsarbeiten bei einem erneuten Hochwasser das Trecktal nicht wieder gesperrt werden muss.